Good evening, Party People. Grüß Gott. 17:15 Uhr. Ich bin am Start. Hab heute nicht eher Zeit gehabt. Heute war? Was war heute eigentlich? Ich weiß gar nicht, was ich heute gemacht habe. Doch, ich habe heute viel im Büro verbracht. Und deswegen habe ich meine Konzentration braucht. Ich möchte euch was sagen. Ich mag halt auch nicht mehr so lange reden, weil ich bin platt. Deswegen möchte ich jetzt dann quasi heimgehen. Ich möchte euch nur noch sagen, ich habe jetzt vorhin einmal sowas abgefüllt. Okay, man sieht halt einfach mal gar nichts, gell? dieses ist ein Vanillezucker im Glas. Und ich drehe jetzt einfach die Kamera dann um, dann sehen wir es besser. Und da möchte ich kurz mit euch drüber sprechen. Nämlich zum Vanillezucker. Es gibt eine Hintergrundgeschichte zu dem Thema, was ich jetzt eigentlich ausschneiden möchte. Und zwar habe ich früher unseren Vanillezucker so in diesen Reagenzgläsern gehabt. Es war eine super Sache, passen 20 Gramm rein. Und ich habe eine Stammkundschaft, die wollte den gerne. Es gibt eine Hintergrundgeschichte zu dem Thema, was ich jetzt eigentlich ausschneiden möchte. Und zwar habe ich früher unseren Vanillezucker so in diesen Reagenzgläsern gehabt. Es war eine super Sache, passen 20 Gramm rein. Und ich habe eine Stammkundschaft, die wollte den gern mehr, also größer abgefüllt haben. Erst vor kurzem, jetzt habe ich wieder bestellen müssen und jetzt ist er auch gekommen, der Vanillezucker. Und jetzt habe ich mir gedacht, das sind unsere 100 Gramm Pesto-Glasl. Das kann doch auch ganz toll sein, wenn man den da einfüllt. Da passen 100 Gramm rein. Und diese Glasl, die kann man doch ja noch wieder hernehmen, als Dessertglasl quasi. Also, wenn man zum Beispiel irgendwann einmal wieder Besuch kriegen sollte, dann kann man doch da ein schönes Quark- oder Pudding-Dessert oder so rein tun. Oder halt auch nicht. Na, könnte man schön vorstellen. Und ja, was haltet ihr davon? Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Oder 100 Gramm sind drin? Und ihr seid gefragt. Diese Reagenzglasel, die werden wir, glaube ich, habe ich. Ich glaube, ich habe gar keine mehr. Ich muss mal in mein Glaslager schauen, ob ich noch welche habe. Aber ich glaube, also die, wenn dann aus sind, dann werden sie auch ausbleiben, weil die sind echt blöd zum Befüllen. Und es ist halt wirklich, wie gesagt, nur minimalistisch drin. Und die haben halt einen schönen, vernünftig großen Kopf um. Und ja, ich finde das so toll. Ich finde überhaupt Gewürze im Glas, finde ich ja ganz toll. Und weil Glas hat halt einfach keinen Eigengeschmack. Und irgendwie, wenn du so Plastikpixel hast, dann ist halt das irgendwie blöd, gell? Und wir haben uns zwar jetzt auch überlegt, dass wir es vielleicht in so kleine, Gott, staubig, in so, also in diese so Brühe, aber dass wir es vielleicht in so kleine Dinger abfüllen da, aber da wäre auch nicht viel einpassen. Ich müsste da mal eins Probe befüllen und schauen. Das Schöne an unserem Vanillezucker ist, deswegen ist der auch so schwarz gesprenkelt. Ich habe das ja gerade gesehen, jetzt, da sieht man es ja wieder nicht. Und das Gute ist, dass es quasi Zucker und 5% echte Naturvanille. Das, was man so im Handel kriegt, das Weiße ist meistens Vanillin und das ist ja eigentlich nichts Echtes. Und den liebe ich sehr. Der wechselt da hin und wieder mal Farbe, also je nach Charge ist der unterschiedlich färbig. Und der ist wirklich gut. Ihr Vanillezucker habe ich aber nie den Sinn verstanden, bis ich den probiert habe. Und wie dumm kann man eigentlich sein? Vanille ist schwarz. Warum ist dann Vanillezucker, den du so in die Beine kriegst, weiß? Mit Blondierung gearbeitet? Ich verstehe es nicht. Haben wir aber früher nie Gedanken darüber gemacht, aber seit ich den habe, ja, ist absolut klar und das andere verstehe ich nicht. Und nie wieder was anderes wie sowas. Ich würde sagen, das ist einfach einmal ein Thema, wo man drüber nachdenken kann und einmal selber überlegen kann, was man selber so hernimmt. Ja, da kann sich jeder seine eigenen Gedanken dazu machen. Das war meine. Fühlt euch eingeladen, diese mit mir zu teilen oder auch nicht. Ich gehe jetzt heim. In diesem Sinne ist jetzt ist noch Kundschaft gekommen und jetzt ist schon wieder halbe Simme. Und ja, mein Gott. Ist schön, wenn Kundschaft kommt. In diesem Sinne, wir singen schnell ein Lied und dann ab in den Samstag. Beziehungsweise heute kommt Hubert und Stoller. Das ist wieder mein Abend. Die besten Nudeln.
das beste Pesto gibt's heut nur im Nudelnestel. Wuhu! Schubidu! Wuhu!